Mensche, Meinungen, Maultasche. Antenne 1 präsentiert Baden-Württembergs Kult-Comedian Dodoke. Vereinssitzung vom SV 49 im Adler. So, Tagesordnungspunkt 4e. Am Samstag ist ja wieder das große Vereinsgrillfest und unser Grill ist hey. Und die Frage ist jetzt, was man da macht. Hä? Ja, warum ist jetzt der hey? Also, hätte das jetzt einer meint, der Grill wäre verreckt, weil ich da drin heimlich meine hochgiftige Kunstdüngerrest verbrennt hätte, weil sie sie auf dem Wertstoffhof hätte genommen hätte. Also, so ist es. Hanoi, das tätst du doch nie. Ja, gut, dann kaufen wir halt einfach einen neuen Grill. Aber dann bitte einen Gasgrill. Das ist viel gesünder. Da kann man zum Beispiel auch Gemüse fettfrei damit garen. So, da kommt Ihr Double Beef Bacon Burger mit extra Schweinekruste. Sigrid, danke, aber warum siehst du mich? Ich bin's doch, der Ewald. Ah, ich hau dich erst gar nicht, Kind. Leid, was für einen Grill kaufen wir jetzt? Also gewiss kein Holzkohlegrill mehr. Das raucht so, da kriegst du ja kaum noch Luft. Nein, nix. Was wir brauchen, ist ein rechter Orgelspieler. Der spielt uns ein paar so heiße Hits, da muss man die Würst bloß an die Orgel nachheben, dann sind die gleich durch. Wieso eigentlich ein Grill? Ich tät einfach mal wieder ein Lagerfeuer machen. Da kann man ein Stockbrot drüber hängen und abends auch mal gemütlich drum rumsitzen, wenn's schon kühler ist. Na, kauf mir doch besser einen Kühlergrill. Oh, dir brennt doch der Kittel. Ah, das ist doch die erlösende Lösung. Na, nimmt man den brennenden Kittel von der Hilde und hängt da die Würst drüber. Na, brauchen wir gar keinen neuen Grill. Ach so, also, ich glaube, da wird unser Wirtin etwas dazu sagen. Ja, ich wüsste euch da eine schwäbische Bauernregel dazu. Willst du das Geld für den Grill du sparen, musst deine Würst überm Vesuv du garen. Ja, ja, super, Neues vom SV 49 in der Antenne 1 Morgenshow mit Nadja und dem Ostermann.